Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hugi liest Fanfiction. Meine Uhr hat gepiept. Es ist 11 Uhr. Zeit für die Spätnachrichten. Oder auch nicht! Nach der letzten Ausgabe, in dem wir uns mal was... Nee, Le Floyd hatten wir ja auch schon mal. In der erfolgreichsten Hugi-Fanfiction-Episode kam Le Floyd drin vor. Kommen wir nun wieder zu meiner Lieblings-Fanfiction, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil sie schon so merkwürdig ist, dass es irgendwie auch schon wieder gut ist. Von der besten Fanfiction-Autor. Der besten Autor. Kann ich nicht jetzt machen. Kuntikuful, Studentenleben. Kapitel 10. Bei Eriks Party. Uff. Wieder mal ein brillanter Kapitelname für das 10. Kapitel. 10 Kapitel. 16 Kapitel sind's. Bald. Man kann jetzt schon das Ende riechen vom Weinen. Das ist sehr traurig. Sehr traurig. Endet bestimmt ganz schlimm. Wir werden es sehen. Zuerst nun das 10. Kapitel. Wir erinnern uns beim letzten Mal. Gronkh und Stella haben eine Beziehungspause eingelegt, nachdem Stella Gronkh nach 5 Sekunden verziehen hat, dass er sie nur wegen 500 Euro klar machen wollte. Prostitution, von der sie nicht mal was gehabt hätte. Er wäre dafür bezahlt worden, mit ihr ins Bett zu gehen. Das wäre aber auch ein Deal gewesen, den sich niemand entgehen lassen hätte. Und bei dieser Logik konnte Stella natürlich nichts anderes tun, als ihm zu verzeihen. Aber sie mussten erstmal eine Beziehungspause jetzt einlegen. Und in dieser Beziehungspause befinden wir uns nun anscheinend. Studentenleben, Kapitel 10. Stellas Sicht. Die Woche war nicht aufregend. Trotzdem hat dieses Kapitel ziemlich viele Seiten. Die Woche war nicht aufregend. Nur Erik kam nicht zur Uni. Wenn ich bei ihm zu Hause war, öffnete mir niemand die Tür. Von innen, ich kam nicht mehr aus seiner Wohnung raus. Ich war durchs Fenster eingestiegen und jetzt öffnete mir von innen niemand die Tür. Wie sollte ich rauskommen? Das Fenster... Die Dachrinne, an der ich hochgeklettert war, war abgebrochen und ich wollte die Polizei nicht rufen, weil es Hausfriedensbruch war. Deswegen war die Woche auch relativ langweilig. Nein, das steht hier alles überhaupt nicht. Wenn ich bei ihm zu Hause war, öffnete mir niemand die Tür. Nur Valentin und Manuel haben sich endlich geoutet. Ihre Freunde stehen voll hinter den zwei. So sollten Freunde auch sein. Danke, Manuel. Haben wir alles geklärt, dass es wieder nur Tarnung war, dass er mich geküsst hat. Valentin, von dem ist übrigens die Rede. Aufmerksame Zuhörer wissen das vielleicht noch. Die beiden unterhalten sich oft mit mir. Es ist aus einer Wette wahre Freundschaft geworden. Vielleicht ist es aber auch nur wieder noch eine andere Wette, von der sie jetzt noch nichts weiß. Das wäre mal ein cooler Twist. In Wirklichkeit ist nämlich, dass die schwul sind, auch nur eine Wette. Das Ganze findet sich in einer noch größeren Wette. Das wird sich bestimmt alles noch auflösen. Ich hatte ja schon die Theorie aufgestellt, dass sich das Universum hier, das gesamte Wirtschaftskonstrukt, nur darauf bezieht, dass alle immer irgendwelche waghalsigen Wetten abschließen. Es war wahre Freundschaft geworden. Wir unterhielten uns
bis ich durch die Stadt schlenderte. Ein bisschen Ablenkung kann niemandem schaden. So gehe ich durch die Einkaufsstraße auf der Suche nach neuen Klamotten. Gerade ging ich eine Straße entlang, da sehe ich Erik. Ich versteckte mich und schaue, was er da macht. Eigentlich sollte ich in seinen Arme laufen, habe es aber dann gelassen. Genau wie ich schlenderte er durch die Geschäfte. Ich wusste nicht, was er da tut. Er schlenderte durch die Geschäfte. Ich bin nach Hause gefahren. Mit dem Motorrad. Ich bin nicht verweint in mein Zimmer gelaufen. Gelaufen bin ich auch nicht. Sie ist die Treppen hochgerollt. Teilweise. Teilweise aber auch wie ein Wurm gekrochen. Und hat sich mit den Zähnen an den Treppenstufen so hochgezogen. Ich bin ganz normal hochgegangen und habe den Laptop angemacht, mich aufs Bett gesetzt, ein bisschen die E-Mails gecheckt und mit Schoko und Nella geskypt. Den ganzen Tag lang. Inzwischen ist es schon 21 Uhr und ich mache mich fertig. Ich stehe vorm Spiegel und mache mich fertig. Ich sage zu mir, dass ich scheiße bin. Nein, steht hier nicht. Und mache mich fertig, um ins Bett zu gehen. Da es ziemlich warm noch draußen ist. Ist es wirklich, obwohl Oktober ist, ist glaube ich heute 18 Grad gewesen und irgendwie übers Wochenende soll es noch wärmer werden. Mysteriös! Aber da es ziemlich noch draußen ist, könnte ich mir eine Milch. Hä? Da es noch ziemlich warm noch draußen ist, noch. Könne! Ich mir eine Milch und setze mich auf den Balkon. Noch einmal die E-Mails checken und dann ins Bett. Aber sie hat doch nur zwei Freunde. Soll ihnen schon E-Mails schicken, wenn sie eh schon die ganze Zeit mit denen skypt. Und dann ins Bett. Ich schaue noch einmal in mein Handy, ob Erik einer meiner SMS beantwortet hat. Natürlich nicht. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Nee, er ist immer noch im Kaufhaus und läuft auch rum. Zombies im Kaufhaus. Ich wollte noch einmal ins Badezimmer gehen. Abgeschlossen. Moni? Ja? Die gedämpfte Stimme meiner Schwester erklang aus dem Badezimmer. Beeil dich! Ich will auch noch kacken! Ich hämmerte die ganze Zeit gegen den Blinden, dummes ist. Anstatt einfach zu warten. Lass mich rein! Ich muss noch kacken! So stelle ich es mir ungefähr vor. Beeil dich! Ich will auch noch! Ich hämmerte die ganze Zeit gegen die Tür. Moni kam im Bademantel aus dem Bad. Warum trägst du schon wieder meinen Bademantel? Du blöde Fotze! Meiner ist in der Schade! Ach, oh Gott. Nee, das, jetzt habe ich mich selber total verlesen. Entschuldigung. Meiner ist mir zu schade. Meiner ist in der Schade. Meiner ist mir zu schade. Meiner ist mir zu schade. Kicher. Irgendwas hat sie schon wieder gemacht. Ich verschwand im Badezimmer und duschte mich. Im Bademantel meiner Mutter ging ich... Im Bademantel meiner Mutter ging ich in... mein Zimmer und zog mich um. Ich föhnte noch einmal die Haare. Wie oft denn noch? Und legte mich dann auch schlafen. In meinem Traum sah ich zwei alte Leute auf einem Balkon sitzen. Sie hielten Händchen. Der Mann fragte, Stella, wie weißt du noch damals, wie wir uns kennengelernt haben? Achso, das ist jetzt der Mann. Stella, weißt du noch damals, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, Erik, ich erinnere mich noch zu gut. Damals in unserer Uni, da hast du mich gefragt, ob ich mit dir ins Kino gehe. Die beiden waren wohl Erik und mein älteres Ich. Sie küssten sich
und erzählten alles Mögliche. Sie hatten Spaß. Der Wecker klirrte. Sagt, dass Schule ist. Heute hatte ich Lust, zur Schule zu gehen. Sie geht aber nicht zur Schule. Ich denke, sie geht zur Uni. Das ist das Problem, wenn ein Autor oder eine Autorin über Dinge schreibt, von denen sie selber noch gar nicht so betroffen ist, dann kommen da so ganz merkwürdige Sachen bei raus. Aber dafür mögen wir ja das bizarre Universum so gerne. Da ist alles sehr merkwürdig. Ich habe über die Zeit schon fast wieder alles vergessen, wie es so ist im bizarre Universum. Die Regeln sind zwar für uns Normalsterbliche sehr verwirrend, aber dennoch schlüssig. Es ist halt alles nur sehr konfus. Wo war ich? Komischer Traum, Zukunftsweisen, Zukunft gesehen, Weltuntergang, der Wecker klirrt. Heute hatte ich Lust, zur Schule zu gehen. Eine Woche ist vergangen und Erik wollte wiederkommen. Mal wieder wollte er kommen. Ich aß mit meiner Schwester das Frühstück, weil meine Eltern wieder nicht da waren. Ansonsten kriegen die nämlich nichts zu frühstücken. Da kriegen immer nur die Eltern das Frühstück, aber wenn die Eltern nicht da sind, dann dürfen die Kinder auch mal frühstücken. Sie waren überrascht. Sie wieder da waren und fuhr sie dann zur Schule. Ich stellte mein Motorrad in den Schatten des Baumes und machte mich auf den Weg zu meinen Freunden. Sie waren überrascht. Sonst komme ich morgens nie zu den vier Leutchen. Manuel und Valentin kamen auch. Die Jungs lachten nur. Die Mädchen freuten sich, dass sie wahre Liebe gefunden haben. Manuel hatte seinen Arm um Valentins Taille geschlungen und Valentin ebenfalls hat seinen Arm um seine eigene Taille geschlungen. Wir hörten ein bisschen Musik, als Manuel fragte: Hey, wie wär's mit uns beiden? Wir sieben plus Erik machen bei ihm eine Party. Alkohol und so. Ja, das sind eigentlich die besten Partys. Alkohol und so. Das ist eigentlich auch eine Beschreibung. Mehr braucht man für eine Party nicht als Beschreibung zu haben. Alkohol und so. Ich hörte nur halb hin. Mir ging wieder dieses Lied durch den Kopf, welches ich anfing zu singen, das gute Lied. Ich erinnere mich. Ich bin so traurig und so allein. Warum willst du nicht bei mir sein? Ich bin so traurig und so allein. Ich will nicht mehr alleine sein. Musst du auch nicht. Ich wurde von Erik aus meinen Gedanken gerissen. Erik! Ich schlang meine Arme um seinen Hals und drückte zu. Mit meinen Armen habe ich ihn erwürgt. Ich flüsterte ihn ins Ohr. Ich hab dich vermisst. Er streichelte mir über den Rücken und küsste meinen Scheitel. Endlich habe ich seine Wärme wieder. Sie verharrte. Wie verharrten so lange, wie es klingelte. Also 15 Sekunden. 5 Sekunden. Wir gingen Händchen halten, und zwar beide Paare, in die Klasse. Alle begrüßten Erik mit einer Welle. Erik! Schrien sie alle. Erik musste lachen. Danke, Leute. Ach, schön. Er tat so, als ob er seine Träne aus dem Gesicht wischt. Der Lehrer war auch froh, dass Erik wieder da ist. Bevor er an meinen Platz verschwand, flüsterte er mir etwas zu. Ich habe ein paar Sachen für dich gekauft. Sofort ging mir eine Gänsehaut über den Rücken. Was hatte dieses perverse Schwein jetzt schon wieder angestellt? Umschneidelos bestimmt.
Ich setzte mich schnellen Schrittes an meinen Platz. Der Unterricht war wie immer langweilig. Wieso gehen die da überhaupt noch hin, wenn der Unterricht so langweilig ist? Hä? Wieso? Man geht doch zur Uni, weil man irgendwas da studiert, wo man denkt, das ist interessant. Wenn es so langweilig ist, wieso gehen die da überhaupt noch hin? Dann sollen die sich doch irgendein anderes Fach suchen. Diese Dauerstudenten immer. Die nur des Studierens wegen. Alles reiche Eltern kriegen das Studium bezahlt, wollen nicht arbeiten und deswegen studieren die da irgendwas, was denen scheißegal ist. Nehmen den Studenten, die wirklich was lernen wollen, die Plätze weg. Furchtbar. Wird Zeit, dass Stellas Vater seine Biker-Underground-Gang anführt. In der Rebellion gegen das System. Sogar heute für mich. Trotzdem unterhielt ich mich mit den Lehrern, während die anderen sich wieder den Fußball zuwarfen. Die sind doch so dicke Schule, das ist so dumm. Was ist das für eine Uni? Der Lehrer war dank mir wieder gut drauf und ließ uns früher nach Hause. Gerade kramte ich den Motorradschlüssel aus meiner Tasche, wurde ich gegen den Eichenbaum gedrückt. Als ich bemerkte, wer das war, wurde mein Puls wieder normal. Du magst es, mich. Achso. Du magst es, mich zu erschrecken, nicht wahr? Erik nickte und gab mir einen Kuss. Na, wie wär's? Party bei mir? Ich lachte. Schoko, Nella, die Jungs, Manuel und Walle. Achso. Schoko, Nella, die Jungs, Manuel und Walle. Ah, weil die jetzt schwul sind, sind's nicht mehr die Jungs, oder was? Ich habe die Fanfiction-Szene für so aufgeschlossen gehalten, aber anscheinend ist das ja gar nicht so. Im Kontext der Geschichte lese ich da ganz schöne Feindlichkeiten raus. Und du? Ah, hier, sie sagt es nämlich und er sagt dann und du. Das heißt, Stella bezeichnet die jetzt nicht mehr als die Jungs. Tja, Erik kommt besser aus der Geschichte weg. Nicht als die Autorin. Die Autorin schreibt natürlich in dieser Geschichte nicht über sich selbst. Ich muss mal zum Friseur. Ich hab komische Haare. Sehen komisch aus. Die Autorin schreibt hier natürlich nicht über sich selbst. Die Hauptprotagonistin, die frei erfundene, fiktive Protagonistin. Naja. Und du, sagte ich noch und küsste ihn wieder. Er ließ mich los und kramte noch einmal in meiner Tasche. Wieso kramt er denn jetzt in ihrer Tasche? Nach dem Ich fand ihn und zündete den Motor an. Er brannte ganz schön doll. Ich setzte meinen Helm auf, als ich Erik an meinem Rücken spürte. Wollen wir jetzt fahren oder noch ein bisschen warten? Er wollte wohl mitkommen. Achso. Wollen wir jetzt fahren oder noch ein bisschen warten? Er wollte wohl mitkommen. Ich nickte und fuhr dann auch schon los. An einem Schild blieb ich stehen. Ein Motorrad drin? Ein Motorradrennen? Fragte mich Erik. Das jährliche Motorradrennen, in dem nur die Besten weiterkommen. Sie reisen von Land zu Land. Die Besten? Das steht ja alles wirklich. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Das jährliche Motorradrennen, in dem nur die Besten weiterkommen. Sie reisen von Land zu Land, um die Besten zu suchen. Mein Vater macht auch immer mit.
wird aber die ganze Zeit nur Zweiter. Tja, ist zwar der Beste aus Deutschland, aber nicht der Beste der Welt. Ist bestimmt diese Motorradrennen-Geschichte, das ist alles nur Tarnung, um den Untergrundkrieg gegen das korrupte System anzuführen. Erik strich meinen Körper entlang. Mit was? Und warum machst du da nie mit? Seine Stimme klang verführerisch. Ich zündete wieder den Motor und fuhr Erik nach Hause. Die Party beginnt um 19 Uhr. Ich fuhr dann nach Hause und suchte etwas im Medizinschränkchen. Die Anti-Baby-Pillen. Als ich sie fand, öffnete ich die Packung. Da waren schon einige weg. Meine Mutter kann das nicht gewesen sein, oder doch? Bitte nicht. So genau kenne ich mich mit Anti-Baby-Pillen nicht aus. Aber muss man die Pille nicht regelmäßig nehmen, damit die überhaupt wirkt? Das hilft doch nichts, nur du kannst die Pille danach nehmen, aber du musst doch normalerweise eine Anti-Baby-Pille immer nehmen. Ansonsten hat die doch keine Wirkung. Oder täusche ich mich da jetzt? Vielleicht täusche ich mich da auch. Naja, egal. Egal! Als ich sie fand, öffnete ich die Packung. Da waren schon einige weg. Meine Mutter konnte es nicht gewesen sein. Ist doch besser, wenn die Mutter nicht noch ein Kind in die Welt setzt, oder nicht? Mehr Geld für euch, ihr verwöhnten Schweine. Ich ging den Flur entlang zu Monis Zimmer. Oh oh. Sie saß gerade am Laptop und chattete. Sofort schloss sie den Laptop, als ich reinkam. Ich warf die Tabletten auf den Boden. Ich schaute wütend. Monique starrte auf den Boden. Bist du dafür nicht ein wenig zu jung? Jetzt schaute auch sie wütend. Was geht dich das an? Ich bin fast 18! Ach, Kinder kriegen heute mit 10 schon Kinder. Da ist fast 18, fast 12 eigentlich schon zu alt mittlerweile. Ja, aber nur fast. Und mit wem kenne ich den? Jetzt stand sie auf. Nein, du kennst ihn nicht. Du bist ja schlimmer als Mama. Ich habe ihn mit dem Internet kennengelernt. Okay, in so einem... Naja. Irgend so ein 75-jähriger netter Gentleman, der ein fast 18-jähriges Mädchen kennenlernen möchte. Ich habe eine Vermutung, wer es ist, wer es wirklich ist. Weiß ich nicht, ob ich das sagen will. Es gibt ja den Psychopathentyp, der hier mal aufgetaucht ist für ein Kapitel irgendwie. Und ich hoffe ja, dass der nochmal wiederkommt. Und das wäre cool, wenn der das wäre, aber vielleicht auch nicht. Oder? Das ist, wenn die jetzt wirklich gut geschrieben wäre, die Geschichte, dann wäre es der Typ, dieser Psychopath, aber die Monique wüsste das nicht, dass er das ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn der das ist, dann weiß sie das, dass der das ist. Aber wenn es wirklich gut geschrieben wäre, dann wüsste sie das nicht. Und dann wäre es zum Schluss total die krasse Überraschung, dass auf einmal der Psychopath sich wieder über die kleine Schwester an die andere Schwester ran schmurgeln wollte. Aber vielleicht ist es auch einfach nur irgendein Typ. Oder irgendeine andere YouTube-Bekanntheit. Egal. Bla bla bla, fast 18, kann man mal drüber, sagt sie. Mama, Internet kennengelernt. Oh nein, das kann sonst einer sein. Warum gehst du nicht in den Park oder in ein Café und suchst dir da einen Typen? Ja, im Park oder im Wald zum Beispiel. Da trifft man ja auch immer die nettesten Männer. Die aus dem Internet, da weißt du nie, was mit denen ist. Das weiß man doch. Das ist eigentlich auch ein dummes Argument. Natürlich ist die berühmt-berüchtigte Anonymität im Internet. Aber du weißt nie, wie ein Mensch ist. Also natürlich kannst du dich als, wenn du jemanden im realen Leben triffst, wenn du 50 bist, nicht mehr als 16-jähriger Junge ausgeben. Das würde, glaube ich, auffallen. Aber
Ja, ein psychopathischer Vergewaltiger kannst du immer sein. Ich könnte ein psychopathischer Vergewaltiger sein. Aber ich könnte es nicht verstecken, wenn es so wäre. Ach Gott, wo sind wir hier nun wieder thematisch hingelangt? Diese Fanfiction bringt das Schlimmste in mir zum Vorschein. Warum gehst du nicht in einen Park oder einen Wald und lässt dich da durchnehmen? Sie zeigte mit ihren Fingern auf die Tür. Ich wurde schwach und ging zur Tür. Bevor ich den Türknopf runterdrückte, sagte ich ihr noch etwas. Dann bring ihn doch mit zur Party heute um 19 Uhr bei Erik. Vielleicht mache ich das auch. Und jetzt geh! Wieso? Sie ist überhaupt nicht eingeladen. Sie darf überhaupt nicht hinkommen. Sie war sehr wütend. Ich seufzte. Dann muss ich wohl wieder zu den Kondomen greifen. Naja, hilft ja alles nicht. Wenn sie es so will, dann soll sie es doch machen. 3 Sekunden mal eben die große Schwester rausgehangen, aber dann ist eigentlich auch wieder scheißegal, weil Hauptsache Schwanz später mit Kondomverpackung drum zu. Ich machte mich für die Party fertig. Ich zog das an, was ich damals im Kino anhatte. Wie, sie zieht zweimal hintereinander, sie zieht zweimal das gleiche an? Ich dachte immer, sie kauft sich irgendwelche Sachen, zieht die an und dann verbrennt sie die wieder, um sich dann neue Sachen zu kaufen. Ein bisschen geändert, heißt das. Unten im Abspann könnt ihr das... Oh, jetzt die Autorin meldet sich kurz zu Wort. Unten im Abspann... Wann ist das hier verfilmt worden? Unten im Abspann könnt ihr das Outfit sehen. Soll ich sowas immer machen? Fragezeichen. Nochmal danke an Klein Franny. Dank ihr bin ich auf die Idee gekommen. Aha. Also unter der Geschichte befindet sich anscheinend ein Bild oder ein Link zu einem Bild, wo man das Outfit sieht. Aus dem H&M-Katalog wahrscheinlich irgendwie ausgeschnitten. Könnt ihr dann ja machen, wenn ihr die Geschichte bei fanfiction.de nachliest. Ich ging ins Bad, um mich noch ein bisschen frisch zu machen. Eriks Sicht. Stella hat mich nach Hause gefahren. Ich ging das Treppenhaus nach oben zu meiner Wohnung, schloss die Tür auf und erstarrte. Klamotten lagen verteilt im Wohnzimmer. Ich schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, hätte ich auch erstmal gemacht. Hätten die damit nicht in Manuels Wohnung gehen können? Die blöden, perversen... Schwulen Schweine! Nein, das steht hier nicht. Nur weil ich eine eigene Wohnung habe. Aber ins Schlafzimmer kann ich jetzt auch nicht reinplatzen. Da kann er mitmachen. Doch ich muss mich für die Party fertig machen. Und die Sachen sind im Schlafzimmer. Ich holte mir ein Bier aus der Küche. Oh. Es haben übrigens Leute gefragt, ob ich mich immer mittags oder bevor ich zur Arbeit fahre, besinnungslos besaufe und Fanfictions lese. Nein, ich mache das immer abends, bevor ich ins Bett gehe. Weil, wenn ich Fanfiction, das ist auch der Grund, der eigentliche Grund, warum ich nach dem Fanfiction lesen keine Kraft mehr habe, um noch irgendwas Produktives zu tun, weil ich immer sehr viel nebenbei trinken muss. Wodka, Federweißer, Bier, Wein. Bald ist Weinsaison, dann wird hier wieder Wein getrunken. Und in der Weihnachtszeit trinke ich Glühwein. Das wird schön, Glühwein mit Schuss. Schule, Bier, Bier aus der Küche und schaltete den Fernseher ein. Ich setzte mich aufs Sofa und machte das Bier auf. Einfach ein bisschen entspannen. Leichter gesagt als getan. Valentin kam nur in seiner Boxershorts durchs Wohnzimmer gehuscht. Ich schüttelte den Kopf.
Darf ich mir das Eis nehmen? Kam es aus der Küche. Ich blieb ernst. Wenn Manu auch einverstanden ist, dann ja. Da kam es ja schon aus dem Schlafzimmer gerufen. Ja! Schrie Manuel. Valentin huschte wieder am Wohnzimmer vorbei in Richtung Schlafzimmer. Natürlich musste er sich das beste Eis nehmen. Jetzt ein Eis. Nachher räumt ihr auf. Wir feiern eine Party. Ich mach heute Party. Zur Party, zu Party. Zu Party, zu Party. Ach, das Lied muss ich mal wieder suchen. Das war super. Viel besser als Friday von Rebecca Black. Schrie ich durch die Wohnung und nippte an meinem Bier. Ich hatte immer genug auf Lager. Aber wenn eine Party war, dann war nie genug da. Dann sollte er vielleicht nochmal was nachkaufen. Ich musste den Fernseher lauter schalten. Gestöhne kam aus dem Schlafzimmer. Ich schüttelte wieder den Kopf. Ich seufzte und legte den Kopf in den Nacken. Ich schaute auf die Decke des Wohnzimmers. Zum Glück war es noch recht früh, sonst würde die anderen kommen. Komm, haha, ein guter Gag. Und das hören. Ungefähr eine Stunde später kamen beide. Und danach kamen beide aus dem Schlafzimmer. Und hat's Spaß gemacht? Fragte ich sarkastisch. Beide waren erschöpft und nickten. Sie suchten ihre Klamotten zusammen. Ich ging ins Schlafzimmer, um meine Bettwäsche zu wechseln. Nein, steht ich. Um meine Sachen zusammenzusuchen. Die Jungs staunten nicht schlecht, als sie mein T-Shirt sahen. Super Homie-Stecher stand da drauf. Den Gag hab ich schon so oft gebracht. Das Super Homie-Stecher-T-Shirt. Das müsste es wirklich geben. Ich verlange, dass es bald im offiziellen Gronkh-Fanshop das T-Shirt Super Homie-Stecher gibt. Und da sind Gronk und Sarazar in einer eindeutigen Pose drauf zu sehen. Oder ich mach das selber. Das wird der Hit. Nicht schlecht, als sie mein T-Shirt sahen. Da hat man Auswahl. Ich hab keine Ahnung, was das für ein T-Shirt ist, steht hier nicht. Das wird bestimmt später aufgelöst. Spannung wird aufgebaut. Wir lachten. Es war 19 Uhr und pünktlich kam Stella. Ich habe Sekt mitgebracht. Ich bin gut vorbereitet diesmal. Ich habe zu allen was dabei. Sekt. Der billige, unzüchtige Bruder vom Champagner. Ohne Alkohol? Fragte ich. Stella verneinte mit einem Kopfschütteln. Wie, es gibt auch noch Sekt ohne Alkohol? Oh Gott. Wo sind wir nur hingekommen? Bier ohne Alkohol, Sekt ohne Alkohol. Und manchmal möchte ich nicht mehr auf diesem Planeten wohnen. Fragte ich. Stella verneinte mit einem Kopfschütteln. Sehr gut. Wir wollen doch noch etwas vom Abend erleben, oder nicht? Also, ist wirklich kein Alkohol drin, oder wie meint sie das? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Sie zwinkerte und ging mit Manuel in die Küche. Sie lachten. Ich und Valentin unterhielten uns nicht viel. Ich mache die Stereoanlage an und lege eine Party-CD, eine Bild-Party-CD mit den 50 größten Hits. Nach einer Viertelstunde kamen auch Schoko und Nella zusammen mit den Jungs. Nach einer Stunde kam dann das Grauen. Wir hatten eine Menge Spaß. Es klingelte und Stella sagt, sie hat ihre Schwester noch eingeladen, ohne vorher zu fragen. Haha, ich öffne die Tür und wer stand da? Lukas, der motherfucking Lokomotivführer. Ah, schön. Lukas ist übrigens der Typ, der Psychopath, falls ihr diese Folge jetzt aus irgendeinem Grund zuerst lest und anguckt und nicht die anderen 1000 Teile, die es davor schon gab. Lukas, der Lokomotivführer. Der Psychopath, der Gronkh verprügelt hat
Obwohl ich ja gesagt hätte, er hätte sich von Gronkh verprügeln lassen sollen und es dann so hinstellen würden, als wäre Gronkh der Psychopath. Hat er nicht gemacht, ist in der Klapse gelandet, aber anscheinend jetzt schon wieder draußen. Er lachte. Überrascht. Meine Wut war grenzenlos. Gerade wollte ich ihm die Fresse polieren. Er hat nicht aus seinen Fehlern gelernt, Gronkh. Du musst... Das so hat er auch das letzte Mal. Da kam Moni die Treppe nach oben. Erik, was machst du da? Beinahe hätte ich ihn geschlagen, dieser Drecksack. Lokomotivführer sind auch schlimme Leute, die überfahren andauernd immer unschuldige Menschen, die sich auf die Gleise stellen. Könnten ja auch ausweichen. Tut mir leid, aber der kommt nicht in meine Wohnung. Dank ihm lag ich im Krankenhaus. Moni schüttelte den Kopf. Sie trug gerade einen Kasten Bier. Gut, Moni ist bis jetzt eigentlich mein Lieblingscharakter. Aber nur, weil sie gerade einen Kasten Bier trägt. Und einen weiteren schleifte sie mit sich. Das wird immer besser. Lukas, der Lokomotivführer, macht gar nichts. Jetzt helf mir doch mal! Ich nahm ihr den Kasten ab und stellte ihn im Flur ab. Das gleiche machte ich auch mit dem anderen Kasten. Und Moni kam mit dem Psychopath in meine Wohnung. Stella umarmte ihre Schwester und erstarrte, als sie Lukas den Lokomotivführer sah. Was macht Lukas hier? Sie stotterte und zeigte auf ihn. Was habt ihr gegen ihn? Was ich gegen ihn habe? Er hat Erik schwer verletzt. Dann gehen wir wieder! Was ist das denn für eine... Schnauzte sie Stella an. Monique nahm sich einen der Kästen und ging zusammen mit Lukas wieder. Dieser grinste nur fies. Der sollte doch in der Anstalt hocken. Stella ließ sich auf das Sofa nieder. Ich setzte mich ebenfalls hin und zog Stella zu mir. Was ist das überhaupt für ein T-Shirt? Auf eine Art gefällt es mir. Das ist bestimmt das Super-Homie-Stecher-T-Shirt. Ich musste lächeln. Die Jungs spielten Karten zusammen mit den anderen Mädchen. Was? Moment. Die Jungs spielten Karten zusammen mit den anderen... Okay, das kann auch ungünstig formuliert sein, weil Stella natürlich auch ein Mädchen ist und da sind auch die anderen Mädchen. Aber die Jungs spielten Karten zusammen mit den anderen Mädchen. Naja, der eine der Jungs hatte eine wunderbare Idee. Wie wäre es mit Strip-Poker? Ich schluckte. Stella lachte. Seid gewarnt, ich bin gut. Wir setzten uns auf die Stühle und den runden Tisch und spielten... Thematisieren wir das überhaupt nicht, dass dieser Psychopath wieder da ist? Scheiße. Muss meine Brille gleich putzen. Ja, anscheinend nicht. Ist ihnen scheißegal, dass da so ein gewalttätiger Irrer aus der Klapsmühle ausgebrochen ist und sich an die kleine Schwester ranmacht. Naja. Whatever works. Das Kapitel ist übrigens zu Ende. Das nächste Mal heißt es Strip-Poker. Vielleicht sogar schon heute. Freu mich auf Reviews! Hier sind die Outfits. Erik und Stella. Ah, wir werden wohl nie erfahren, was Erik auf seinem T-Shirt hat, da hier dieser Link dazu ist. Da. Könnt ihr ja, wenn ihr wollt, jetzt auf fanfiction.de gehen. Und, nachgucken, was unsere beiden Helden in dieser spannenden Episode von Studentenleben für Kleidung an ihren Körpern getragen haben. Das war's auch schon wieder für heute mit Huri liest Fanfiction. Wie immer, Fragen,
Anregungen, Theorien, wie die Geschichte weitergehen könnte, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch lassen. YouTube funktioniert ja zurzeit sowieso nicht besonders gut. Was Videos anschauen geht. Wahrscheinlich kann ich dieses Video erst, wahrscheinlich schon einen Monat, wahrscheinlich schon November jetzt, weil YouTube gerade irgendwie rumschwankt mit dem Uploaden von Videos. Ganz merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ja, ich bin gespannt, was aus dem lustigen Psychopathen Lukas, dem Lokomotivführer, der mal Leute absichtlich mit seiner Eisenbahn überfährt, obwohl er auch ausweichen könnte, passieren wird. Und wie das Ganze ausgeht und was hat es mit dem mysteriösen Motorradrennen zu tun. Bis zum nächsten Mal bei Who Liest Fanfiction.